karnivore Pflanzen oder fleischfressende Pflanzen sind eine Spezialität im Botanischen Garten. Fange ich vielleicht mal mit der hier an. Das ist die Darlingtonia. Die heißt auch Kobrapflanze. Wenn man sich das hier anschaut, kann man sich vorstellen, warum Kobrapflanze. Sieht aus wie so eine aufgerichtete Kobra mit der Zunge. Und das ist eine sogenannte Gleitfalle. Das heißt, die Insekten fliegen hier rein, angelockt durch Nektardrüsen und versuchen immer wieder hier oben, das ist halb durchsichtig, dieser obere Helm, hier rauszufliegen, ermüden irgendwann, rutschen runter und landen dann hier unten im Verdauungssekret. Diese Gleitfallen finden sich zum Beispiel auch bei der bekannteren Kannenpflanze der Gattung Nepenthes. Was auch sehr bekannt ist, sind die verschiedenen Sonnentauarten. Und diese Sonnentauarten, wir haben in Europa drei Arten, die vor allem in Hochmooren wachsen. Das ist übrigens typisch für alle Karnivorenpflanzen, dass sie in sehr nährstoffarmen Habitaten wachsen und ihren Stickstoffmangel eben durch die gefangenen Insekten ausgleichen. Und dieser Sonnentau fängt eben seine Insekten, seine Beute hier mit diesen klebrigen Tröpfchen. Was vielleicht so die bekannteste und am meisten verbreitete karnivore Pflanze ist, ist die Venusfliegenfalle. Ihre Fallen, hier sehen wir eine solche Falle, sind offen. Und nur wenn sie zweimal innerhalb von 2 Sekunden gereizt werden, schnappen sie zu. Und das ganze Zuschnappen dauert 0,1 bis 0,5 Sekunden, ist also sehr schnell und war auch Vorbild für einige bionische Entwicklungen. Und da möchte ich Ihnen jetzt mal kurz das zeigen, was wir daraus entwickelt haben. Hier ist ein kleiner Demonstrator, den wir 3D gedruckt haben. Und dies soll genau funktionieren, diese artifizielle Venusfliegenfalle, wie eben die natürliche. Und das ist so ein zentrales Ziel eben auch unseres Exzellenzclusters, zu testen, wie weit kann man mit solchen artifiziellen lebensähnlichen Systemen kommen.